So, ja. Ja, das ist unser Finale. Der Gegner meinte, er hat einen Anruf bekommen von Worth Wolpert. Wir hätten jetzt genug Spaß. Er soll bitte aufgeben für 1000 Dollar. Ja, unser Gegner ist Platinum Pro, muss ich beschweren. Das stimmt. Weil sein Leben ruiniert wurde heute bei der Pro Tour. Wenn ihr das gehört habt, wir können es nochmal kurz zusammenfassen, für die, die es nicht gesehen haben. Platinum Pros bekommen jetzt kein Antrittsgeld mehr, weil das umgeschäffelt wurde auf die Worlds, ne? Ja. Also 500.000 Euro Preisgeld auf den Worth, dafür kein Antrittsgeld und alle Platin Pros sind sauer und canceln alle Flüge. Ja, aber auch nicht nur die. Ich meine, es ist einfach total dreist zu sagen, dass man, hey, wenn du Platinum Pro machst, dann kriegst du das Geld jetzt und nächstes Jahr und sowas. Und dann halt zu sagen, ach, nö, wisst ihr, ihr kriegt einfach gar nichts. Ja, wie wär's, wenn ich alles wegnehmen? Ja, und so wie ich das verstanden habe, haben die Worlds noch nicht mal mehr Payouts, sondern auch nur so ein bisschen toplastiger oder so. Also da gibt es ja auch nochmal so eine Sache. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Es ist schade. Es ist ein bisschen schade, dass wir nicht so sauber gespielt haben. Die war alles etwas dumm, aber ich glaube, wir konnten trotzdem. Ich meine, passiert. Fehler passieren. Alles etwas Ja. besser. Reden und spielen ist schwer, aber Wir hatten Spaß, wir oder? hatten auf jeden Fall Spaß. Und man kann natürlich die Stärke des Decks haben wir wunderbar. Was würdest du sagen jetzt im Nachhinein, wie zufrieden warst du mit der Variante mit dem Schwarz? Also, es war ja das Experiment. Die Variante mit Schwarz war ein gutes Deck. Ich glaube nur, die Variante ohne Schwarz wäre ein besseres Wäre noch Deck. besser gewesen, okay. Aber Kann man wahrscheinlich beides machen, kann man ne? beides machen. Wenn man will, kann man das Schwarze spielen. Also du sitzt jetzt nicht da und denkst so, das ist das schlimmste Finale der Welt, aber Nicht, dass du meinst, auf der Proto hätte man wahrscheinlich einfach Q-Blau gespielt. ja, auf jeden Fall. Und nicht 41 Karten und nicht sowas, Na aber doch, das schon. ich gehe schon, ist natürlich. Ja, wir sind ja auch hier um Quatsch zu haben. Entertainment first. Genau. So, wir hätten so eine Hand gehalten, dann hätten wir uns. Achso, jetzt können wir nichts mehr ziehen von uns. Ja, Nee, gut. wer alles hat, muss nichts mehr ziehen. Also, dieses. Im Moment, wenn ich es drafte, funktioniert das Deck sehr konsistent. Im Draften selbst. Man muss ein bisschen darauf achten, ein paar Picks zu machen, die sehr merkwürdig aussehen. Also zum Teil finde ich, dass dieser 1-5-Flieger besser ist als diese Sleep Paralysis. Ja, würde ich auch unterschreiben. Was, glaube ich, nicht sehr, sehr, Intuitiv sehr ist. offensichtlich ist. Genau. Ja. Und viele Karten wirken auch erstmal schlechter, haben aber einen höheren Payoff. Also der Scribe zum Beispiel wirkt ein bisschen merkwürdig. Viele Karten wie zum Beispiel minus 4, minus 0 und Investigate. Ja. Ist nicht schlecht, aber man muss erstmal von diesem ist nicht schlecht wegkommen, dass es relativ gut ist. Wie hoch pickst du denn dieser Key Enchantment? Sehr, sehr hoch Soweit ich wahrscheinlich. sie sehe. Sobald du siehst, Ja. ja. Und das Schöne an diesem Ongoing Investigation ist, man kann es ja auch selbst spielen, wenn man nicht grün ist. Vielleicht splasht man sich ein, zwei grüne Quellen rein. Ja. Aber auch im Deck, wo man jetzt nicht unbedingt dieses Clue-Ding abzieht, sondern vielleicht mal Kreaturen hat, die angreift, das ist gut. Der wichtigste, glaube ich, von allen ist dieser Illuminator, weil der dafür sorgt, dass das Deck zumindest auf einer Basis funktioniert, dass man es nicht zusammenkriegen muss, sondern einfach ein paar Karten hat, die sich selbst Ja. verbessern. Und nach dem Illuminator würde ich sagen, es ist dieses Token Enchantment, was, wenn du ein Clue Opfer tokenst, dann das Enchantment, das aus dem Friedhof holt. Und der ist super schön, wenn man ihn hat. Aber er ist leider auch, also oder leider, er ist auch nicht super wichtig. Ja, die Frage ist, kann man das noch lange weiter so machen? Weißt du, wenn Leute sehen dieses Video, Leute gucken vielleicht irgendwelche anderen Videos und fangen an, dieses Deck zu draften, dann kriegt man wahrscheinlich viele Sachen weggenommen, die man jetzt spät bekommt. Klar, alle guten Karten, die man braucht, sind Uncommons. Und die ohne die Uncommons funktionieren auch die Commons nicht sehr gut. Das Schöne ist, das Deck braucht keine Rares. Es kann fast jede Rare spielen, weil du sehr viele Möglichkeiten hast zu splashen. Also wir haben jetzt schwarz gesplasht für nur diesen 2-3er, was häufig vorkommt, wenn man diesen 2-3 bekommt. Aber es kostet alles einfarbig, man zieht relativ viele Karten. Ja. Also ich habe Avacyn's Judgment gesplasht, zum Beispiel wie gesagt, Triskele, Darkrophobia. Es ist auch nicht absurd, diesen Wrath zu splashen. Also du kannst auch doppelfarbige Karten splashen, Ja. einfach weil, wenn du so eine Scarecrow hast oder sowas. Auf Stimmt, deiner ja. Hand kannst du die Karten manchmal abwerfen, dann spielst du Katalog, du spielst Looter, du spielst Protopages, Call the Bloodline und sowas. Also die Splash-Karten in der Hand sind nicht so tot, wie man es gewohnt ist. Ja. Und
das Schöne ist einfach, dass die Karten, dadurch, dass du ein relativ gutes defensives Early- und Mid-Game hast, später halt wirklich das machen können, was sie machen sollen. Alles klar. Also hier zum Beispiel dieses Doppel-Schwarz-Madness-Ding, was zwei Tokens macht. Ja. All sowas. So Karten, wo man sich sagt, ach, Reizblaschen nicht. Aber ja, es ist so viele Möglichkeiten. Ja, vielleicht ist das inspiriert. Ihr probiert es auch mal. Fand es auch sehr, sehr witzig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Jetzt haben wir kein Monument genannt, ne? Jetzt haben wir kein Monument genannt. Machen wir. Ha, wir haben dich ausgetrickst. Ja, genau. Jetzt sagen wir nämlich noch das Monument, weil die Leute, ach, jetzt haben sie gesagt, machen jetzt aus. Jetzt darfst du eins auswählen. Ich nehme dieses Holzhaus von Genghis Khan. Hat das einen Namen? Attilas Hütte? Attilas Hütte, wo Genghis Khan drin wohnt. Nee. In dem Zusammenhang nochmal, weiß nicht, es freut mich, wenn ihr das guckt und euch unterhalten fühlt. Genau. Freut mich auch, wenn Leute mich anschreiben und sich bedanken, auf dem Grand Prix mit mir reden. Das ist einfach ein schönes Gefühl, Leuten Entertainment zu bringen. Denke ich auch, ja. Dann bis nächste Woche, hoffentlich.